Instagram versus Snapchat. Ich habe wirklich Angst. Ich habe wirklich Angst, was du da gemacht hast. Sehr cool. Also ich sehe direkt, um was es geht. Ich sehe direkt, um was es geht. Jetzt fühle ich mich einfach nur schlecht, dass ich keine eine Stunde gemacht habe. Was geht? Danja hier mit Katja. Hallöchen, Katja. Hallo, Leute. Danja. Leute, wir haben heute mal wieder ein Speedbuilding vor. Und zwar werden wir heute zwei Häuser zu welchen Themen bauen? Instagram versus Snapchat. Wow. Mhm. Heute ein bisschen Social Media, für Social Media unterwegs. Ja, richtig. Claudia und ich hatten ja schon mal TikTok versus YouTube gebaut. Ja, bin stimmt. Bin sehr gespannt, was du heute machst. Welches Haus möchtest du bauen? Instagram oder Snapchat? Snapchat. Lass mal Snapchat. Lass mal Snapchat. Alles klar. Das wird spaßig. Okay, Katja baut ein Snapchat-Haus, dann baue ich also folglicherweise ein Instagram-Haus, Leute. Instagram. Schauen wir mal. Es geht natürlich wieder um ein Tiny House. Unsere Bildbattles sind immer kleine Tiny House. Yes. Tiny Häuser. Häuser. Wir machen Deutsch. Das Deutsch. Dann ist es einfach. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. So, Leute, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Fangen direkt an. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg, Katja. Sag ja, dir auch Bescheid, Daniel. Wenn du fertig auch, bist. Danke schön. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. We'll be right back.
Daniel, ich bin fertig. Bist du schon fertig? Ja. Okay, ich brauche noch ein bisschen. Noch ein bisschen, das heißt? Ich kann es nicht sagen. Okay. Dauert noch. Okay. Ich melde mich. Bis okay. Gleich. Bis gleich. Three.
Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja, ich möchte nichts dazu sagen. Ja, also ich habe, ja, wie soll ich sagen, wie, Katja hat, also ich habe eine Stunde länger als Katja. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verzettelt. Bin ich so in Flow reingekommen und dann konnte ich irgendwie nicht mehr aufhören. Ja, schön, jetzt fühle ich mich total schlecht, weil ich das alles in 40 Minuten nun geschafft habe. Und ich habe es eigentlich ziemlich einfach gemacht. Hm. Ja, das ist doch aber auch gut. Das ist auch gut. Dafür habe ich keine mehr als anderthalb Stunden gebraucht. Ding! Ja. Ja. Ich habe leider auch gar nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Ich möchte auch nichts hören, Danja. Ich möchte auch nichts hören. Okay. Wollen wir bei dir anfangen? Ja, okay, dann kannst du dich zu Dann komme ich einmal zu dir in dein Snapchat-Haus. Sehr cool. Also ich sehe direkt, um was es geht. Ja, Ja, ich habe auf jeden Fall versucht, sehr viel ziemlich farbig zu machen, in den Farben zu gestalten. Ja. Hier ist halt so Take a Snap. 3, 2, 1 ist so eine Sache, dass es halt bei Snapchat ja meistens, also die Bilder dann irgendwann mal weg sind. Einfach nur so ein Zeitstempel. Hier ist so ein Green Screen Room für die Filter. Mhm. Ja, das ist sehr gut. Genau. Dass die Filter auch ordentlich funktionieren. Genau, genau. Hier ist ein bisschen halt so eine, ich würde mal sagen, so eine Warte. Also halt, ich habe es mir so vorgestellt wie ein Fotostudio quasi. Ja. Das ist hier zum Beispiel so, du kannst dich hier mal hinsetzen und einfach nur so warten, bis du dann drankommst. Hier kannst du noch Wasser trinken, irgendwas trinken und so. Hier ist halt noch ein Raum, so quasi so ein Büro. Büro. Ja, aber ja. Quasi noch so ein, so ein Büro und hier ist auf jeden Fall noch ein Raum, wo du dich fertig machen kannst. Oh, das sieht auch sehr, das ist natürlich auch sehr praktisch. Da hast du gut mitgedacht, muss ich sagen. Ja. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe nichts auszusetzen. Gut. Also ich finde, das ist sehr, sehr cool geworden und das Thema ist auch 100% getroffen, würde ich sagen. Ja, ich dachte ja. Und hier habe ich auf jeden Fall so quasi so ein Gesicht gemalt mit den... ja, das habe ich auch schon gesehen. Das sieht mit den Öhrchen. Cool wie so die Filter bei Snapchat. Ja. Ja. Ja, stimmt. Genau. Die Snapchat-Filter. Ist nämlich nicht simpel gehalten. Ich habe auch nicht wirklich viel gemacht, aber... Aber nein, also ich finde, es sieht sehr cool aus. Auch hier oben mit den Lichtern und so. Ja. Und die Bilder, dass du dir so schräg aufgehangen hast, finde ich auch sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall sehr chaotisch und sehr viel, aber so finde ich auch Snapchat. Aber es ist halt Snapchat. Ja, genau. So finde ich auch Snapchat. Das ist halt nicht minimalistisch auf jeden Fall. Es ist einfach nur so alles durcheinander. Vor allem mit den ganzen Bildern, die dann irgendwann mal weggehen und so dieses... Ja. Diese Sache. Sehr, sehr cool. Dann gucken wir mal bei dir. Ich habe wirklich Angst. Ich habe wirklich Angst, was du da gemacht hast. Warum ist Angst? Nein, musst du eigentlich nicht, weil... Sieht bestimmt viel, viel besser. Also, ja, ich sehe schon, was du da gemacht hast. Ja, also ich habe... Ich sehe schon, was du da hier gemacht hast. Viel rumgebaut. Hier ist im Prinzip auch so ein Aufenthaltsbereich, wo man sich hier gegebenenfalls die neuesten, coolsten Instagram-Fotos auf einem Fullscreen anschauen könnte. Und ich habe so gedacht, Instagram, okay, da muss halt jede Ecke muss halt irgendwie Instagrammable sein. Deshalb habe ich auch so lange gebraucht, weil ich halt immer überlegen musste, okay, was könnte jetzt noch cool aussehen auf einem Bild? Dann dachte ich hier, so diese Wand wäre vielleicht ganz cool. Ist echt schön. Ist echt schön hier. Hast du echt gut gemacht. Dann habe ich hier das Instagram-Logo einmal nachgebaut. Oh, das ist halt das höchste an Farbverlauf, was du bekommen kannst. Gott, du hast da Wolken hingepackt. Wow, ja, genau. Ich habe eine Wolkendecke gemacht, damit man halt gegebenenfalls so sich von, also sich so fotografieren könnte, dass so aussieht, als würde man quasi in den Himmel. Woher hattest du diese, was für ein Smiley? Das mit dem Smiley? Ja. Das sind diese Zeichenbretter und dann kannst du da einfach so Smileys kopieren quasi. Ah, okay, das wusste ich. Das wäre auch cool, wenn ich das auch mal hätte. Aber, oh Gott, du bist... Genau das. Und dann hier drüben habe ich im Prinzip nochmal so einen Raum gemacht, wo es unterschiedliche Ecken gibt, wo man nochmal Fotos machen kann. Also im Prinzip ist auch einfach ein großes Fotostudio, ein Instagram-Pop-Up-Fotostudio mit unterschiedlichen Hintergründen, habe ich mir gedacht. Weil Instagram ist all about pictures. Also es geht da um Fotos, Fotos und halt momentan auch Reels. Aber ich denke, Videos könnte man hier theoretisch auch machen. Ja, also ich, das finde ich
viel, viel besser als bei mir. Also das finde ich, es ist so halt so wirklich auch minimalistisch und einfach nur ästhetisch hier, was du hier gebaut hast. Das ist, jetzt fühle ich mich einfach nur schlecht, dass ich keine eine Stunde Nein, gemacht habe. Nein, Gottes Willen. Also weißt du, ich finde, dein Haus passt halt perfekt zu Snapchat. Das ist so das, wo ich halt gerade dran denke. Und es sieht halt auch richtig cool aus. Also auch wenn du hast ja da so gewollte Unordnung reingebracht und das sieht richtig gut aus, finde ich. Also ich finde, ich würde mich jetzt nicht entscheiden wollen, aber ich muss mich ja auch gar nicht entscheiden. Wir müssen uns auch gar nicht entscheiden. Das stimmt. Richtig, denn ihr entscheidet das nämlich. Es ist zusammen mit diesem Video ein Community-Post online gegangen, wo ihr entscheiden könnt, welches Haus euch besser gefällt, das Instagram-Haus von mir oder das Snapchat-Haus von Katja. Hm. Ich finde beide sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Naja, ich habe schon gesagt, dass ich deins auf jeden Fall viel mehr, viel, viel besser finde. Es ist einfach nur das Beste. Echt cool. Also echt cool gemacht. Danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Leute, ihr könnt entscheiden. Der Community-Post ist online. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und aktiviert auch die Glocke, sonst könnte es sein, dass ihr ein Video verpasst. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.